Von Scrapper Blackwell aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. So weit ist das schon wieder her. Okay, here we go.
Johnson, der vielleicht nicht so gut. Deshalb spielen wir jetzt ein Stück von Robert Johnson. Sein bittersüßes Abschiedslied. Aber doch mal hier rein. Ist das schon? Ja, hallo. Irgendwas kommt und bringt zurück. Bleiben Hauptsache. Station. Two
lights on me hand. Train left the goddamn station. Two lights on behind. Red light was my blues. The blue light was my mind. I said, oh, seine erste Nummer 1 hingegeben hat. That's alright, Mama, that's alright. Elvis ging nicht so ohne weiteres in die Clubs damals rein. Er war noch nicht 21, hat es trotzdem gemacht, wurde ein großer Fan von Big Arthur. Hier ist ein Stück von Big Arthur, das heißt Rock Me Mama. Rock me all night long.
Heute Abend dachte ich, da gönne ich mir was ganz Besonderes. Ich habe in den 80er Jahren mal den berühmten David Lindley gehört beim Rockpalast Festival. Und da dachte ich, scheiße, der spielt ja Slide-Gitarre im Stehen. Und da dachte ich, zu Ehren von David Lindley, der vor 14 Tagen verstorben ist, bringe ich jetzt mal diese Gitarre hier zum Einsatz. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Da muss man ein bisschen erstmal so Metallteile anlegen, sonst geht das nicht. Deshalb heißt das ja auch Steel-Gitarre, mit diesem Stahlstück hier. Und das erste Stück von uns ist von uns. That heißt White Boy Singing the Blues.
white or pink. Or whatever it is, you get the blues. People, I tell you, you got the blues. Thank you.
Kommando und was setzt naht. Wir spielen euch noch ein Stück. Wieder von uns. Das Stück heißt Jump for Alice und ist eine Instrumentalnummer, mit der wir uns jetzt erstmal verabschieden und hoffen dann, dass die beste Gruppe gewinnt. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Sagt, du bringst hier für eine halbe Stunde drei Gitarren mit. Er kennt mich seit 25 Jahren und das weiß, dass ich bei manchen Gigs meine halbe Sammlung dabei gehabt habe, um zu variieren.